So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir einen Super-Experten versucht, der nicht ganz so gut gelaufen ist. Naja, was heißt nicht ganz gut? Wir hatten Erfolge, nicht so Erfolge. Jetzt gucken wir erstmal was Neues. Falls was Neues. Oopsie Daisy ist das Neueste. Gut, dann ist es nicht so lange her. Gucken wir mal wieder in den Beliebt-Dings rein. Okay, der ist nach wie vor oben. Interessant. Nix dominiert auf jeden Fall hier den Beliebt-Dings, ne? Weiterhin. Interessant. We will rock you run and jump. Also nicht nur Musik, sondern auch Spiel. Dann lassen wir uns mal rocken. Lel. Ach so, die soll ich gar nicht anspringen. No! Aber warum nicht mit einer Challenge verbinden, dass man stirbt, wenn man es verhaut? Dann wäre ich jetzt halt tot. Wäre okay. Ja, so ist es wieder freiwillig, aber meinetwegen. Meinetwegen. Aber ich würde es wirklich mit so einer On-Off-Challenge verbinden. Warum muss man denn immer so einfach machen, dass man auf jeden Fall durchkommt? Dann hätte es so ein bisschen mehr das Gefühl, was zu erreichen am Ende. Exciting Runner. Let's go. Haben gar nicht so viele geschafft. Ein Viertel Abschluss, rate. Vertrau einfach mal den Münzen. Ich glaube, das ist das Einzige, warum man hier stirbt, wenn man nicht den Münzen vertraut und den On-Off-Dingern. Einfach rennen. Geht alles gut. Einfach rennen. Sobald man hier stehen bleibt, würde man verlieren. Oder einen On-Off übersehen oder sowas. LOL. Das ist so sick, ne? Das ist halt komplett sick gewesen. Das ist eine Situation, sobald ich ein was anders mache, sobald ich nicht renne oder so, ist halt vorbei. Ne? Aber das war schon cool. Verstehe trotzdem die Abschlussquote nicht. Wahrscheinlich, weil Leute entweder probieren, stehen zu bleiben. Ich habe keine Ahnung. Aber von 92.000, die es gespielt haben, gibt es nur 77.000 Abschlüsse und davon sind ja manche mehrfach abgeschlossen. Na, zum Beispiel, wenn man den Rekord versucht hat oder sowas. Was ist denn mit 20.000 Leuten falsch? Und von 92.000, die es gespielt haben, haben nur 24.000 ein Herz gegeben. Ich verstehe sowas nicht. Warum gibt man denn hier nicht einfach Respekt? Weil das hat für Respekt verdient. Das ist super gut gebaut gewesen. Don't stop one, never keep. Das ist jetzt aber dann wieder, da muss ich ja gar nichts machen anscheinend. Da muss ich anscheinend gar nichts machen. Also. Wahrscheinlich ist es einfach nur wieder was zum Anschauen. Ich höre einfach nicht auf zu rennen. Ja, das ist ein Autorunner. Ja. Ja, das ist interessant anzusehen, aber
ne? Wenn überhaupt keine Leistung drin steckt. So jetzt gerade hatten wir halt zumindest. Zumindest hatten wir halt gerade den Dings, dass man ab und zu mal springen muss und dann on-off drückt. Hier muss ich ja wirklich rein gar nichts machen. Das ist halt Quatsch. Das ist halt Quatsch. Das sehe ich nicht. Da ist die Leistung im Bauen, natürlich. Und er kriegt auch ein Herz, ganz klar. Ne? Große Leistung im Bauen, aber... spielerisch habe ich jetzt gerade keinen Spaß. Na, also... für die Leistung kriegt er klar sein Herz, aber... spielerisch sehe ich das irgendwie nicht. Race against Koopa the Quick. Das ist so kurz. 18 Sekunden. Okay. Das Problem ist jetzt hier bei dem Level, dass der Anfang dauert. Das finde ich nicht so gut. Habe ich schon verloren? Hä? Das war interessant. Aber halt... Was ich schön fände, wäre, wenn bei beliebt mal auch Level wären, die einfach ein tolles Level-Design auch haben. Take Photos? Das ist aber auch wieder was, was man anscheinend einfach nur schaffen kann. Ich will eigentlich nicht nur so Auto-Level oder sowas, sondern einfach mal ein schönes Level, was sich schön spielt. Das ist die Fotokamera. Fotografiert. Ah, verstanden. Okay, das könnte man irgendwie spannender machen. Oh mein Gott. Das könnte man irgendwie spannender machen. Das ist so jetzt halt auch wieder... coole Idee, ja. Aber... naja. Spielspaß ist halt hier wieder... nebensächlich, sage ich jetzt mal. Spielspaß ist da halt nebensächlich. Oh boy. Ach, komm schon. Wie gesagt, Idee cool, aber... das sind nicht meine Fotos gewesen. Ah. Idee cool, aber Spielspaß... war jetzt nicht so vorhanden.
Das ist doch wieder nur Musik. Okay, aber das hat eine geringe Rate. Das könnten wir uns mal anschauen. Remake of the most popular level of SMM1. Inspired by the movie. Okay. Heißt es nicht inspired? Heißt es inspired? Inspiriert? Ist nicht inspire? To inspirate? Oder to inspire? Ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte gemeint, es ist inspire. Vielleicht ist es das halt auch nicht. So. Ah, nächstes ist. Das war James Bond, was ich gerade gesummt habe, ne? Das ist ja. Das ist ja. Mission Impossible. Düdelüm. Düdelüm. Alles klar. Oh Gott. Ah, Ring. Gut. Aha. Ich verstehe den Gedanken schon, ne? Das ist so, man soll nicht erwischt werden. Ich hoffe, es wird noch schwieriger. Hä? Ich hoffe, es wird noch schwieriger. Es stirbt. Ach so, jetzt komme ich zurück. Verstanden. Ah, jetzt ist alles anders. Wir bekommen trotzdem immer nur die gleichen Themen. Weil es halt auf einen Screen nicht so viel Musikdings passt, ne? Schon klar. Oh Mist. So. Aber nett, dass man wieder den Pilz bekommt. Ich meine, ich stelle mich super dumm an. Ich hätte eigentlich keinen verdient, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Müssen wir echt nicht drüber reden. Ich hätte halt keinen Pilz verdient. So. Was ist jetzt los? Au. Aber jetzt gibt's wohl mehr Musik, jetzt geht's ja über das ganze Ding drüber. Ja, gut. Das klang merkwürdig. Wait, what? Ich muss da aussteigen. Oder ich nehme das Ding einfach gar nicht erst mit. Das geht natürlich auch. Ey. Blüpp. Es klingt so komisch. So, lass mich mal hier raus. Ich hab keinen Schlüssel. Wow. Also. Will gar nichts sagen über großartig gebaut. Keine Frage. Aber es war halt wieder so. Ich hatte jetzt nicht Spielspaß, wirklich. Es war das most popular level of SMM1. Ja, das. Es ist so ein bisschen. Mancher Mountain. Enjoy. Ich hätte einfach mal so eine Mischung aus nicht nur erleben, sondern auch schönen Level-Design. Das muss doch möglich sein. Gucken wir mal, ob das hier was ist, was wir suchen.
Ja, es ist Platforming schon mal. Das ist schon mal schönes Platforming. Okay. Ja, es ist Platforming, bei dem man sterben kann. Sehr gut. Okay, da muss ich da oben über den Eiszapfen, ja? Da kriege ich oben irgendwo einen Eiszapfen dann wahrscheinlich. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich nach oben in den Eiszapfen reinspringe. Weil wir hatten bisher keinen Checkpoint, ne? Möchte ich mal kurz betonen, wir haben bisher keinen Checkpoint gehabt. Oh nein, kommt der wieder hoch? Ja, danke. Okay, und jetzt kann ich einfach runter. So, wo war die Röhre? Links oder rechts? Oh nein, links oder rechts? Rechts. Gut. Genug Zeit zum Überlegen hat man. Ah, danke. Da ist mein Checkpoint. Die Idee finde ich super cool mit dem Eiszapfen, der in die Röhre führt. So kann man den Ausgang gleich am Anfang setzen. Und... Oh, der kommt runter. Oh, der kommt runter. Oh, da... Hallo, 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 hallo. Okay. Das ist, was ich suche. Das ist genau, was ich suche. Schönes Leveldesign. Mit Erlebnis. Man kann sterben, wenn man sich total doof anstellt, wie ich gerade. Das ist okay. Schönes, das ist jetzt endlich ein schönes Level. Nicht nur so, hey, du erlebst halt einfach nur, aber es ist überhaupt total einfach zu spielen. Sondern es ist wirklich ein bisschen kritischer als das. Sehr schön. Großer Fan. Bin halt einfach doof. Machst du nix. Ich bin halt einfach doof. Dass ich die Röhre jetzt nicht erwischt habe, verstehe ich nicht, aber es macht nichts. Eigenes Versagen ist nun mal vorhanden. Dankeschön. Fallen die runter? Nein. Ah, da gibt es dann die drei Leben. Für den... Theoretisch muss ich sagen, wenn ich das jetzt bauen würde, ich würde nur zwei Leben geben. Weil dann hat man keinen Anreiz mehr, das Leben an der Fahne oben zu holen. Ne? Das ist noch so ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, dass die Leute direkt am Ende drei Leben bekommen. Und trotzdem aber ist so was gebaut ist, damit man oben an die Fahne rankommt. Aber du hast im Endlosmodus ja keinen Anreiz, das dritte Leben an der Fahne zu holen, wenn du schon drei Leben bekommst im Laufe des Spiels. Also, nur so als Gedanke. Get alive. Ein Drittel schaffen es circa. Haben wir hier etwa auch wieder schönes Leveldesign? Und nicht nur etwas Gutes? Sammle mindestens einen One-Up-Pilz auf und erreiche das Ziel. Deswegen get alive. Da ist er. Oh, den krieg... Ach so, ich krieg... Okay, ich krieg keinen einzigen. Außer dann einen wahrscheinlich. Ja, den krieg ich auch nicht. Der muss mich dann... Ja, der wird auch zerstört. Die kriege ich alle nicht. Wobei, fällt der nicht runter, einer von denen? Komme ich bis darüber? Nee, ich kenne mich mehr zurück. Okay, bisher sehe ich nicht, warum ich den nicht bekommen kann. Ah, weil da oben ein Piece-Switch ausgelöst wird. Natürlich. Okay, das ist ein lustiges Level. Das ist auch wieder... Das ist jetzt auch... Das erlebt man jetzt einmal. Das ist jetzt auch wieder ein reines Erlebnislevel. Man kann eigentlich nichts versauen. Das geht doch hier auch aus irgendeinem Grund schief. Ah, echt. Na klar. Wieso sollte ich den bekommen? Ja, eben. Der ist dann da drin. Ich habe auch gerade gedacht, wieso soll ich den dann überhaupt bekommen? Komm ja nicht ran. Die
die sind beide tot. Aber ich frage mich gerade, warum 30% Abschlussrate. Das heißt, man muss ja noch sterben können. Okay, die zwei da oben komme ich halt auch nicht ran. Weil ich das Springboard nicht tragen kann. In Bros. Und da komme ich nicht hoch. Ah, verstehe ich alles. Den kann ich mir einfach mal nehmen, aber das ist ja kein Leben in dem Sinne. Okay. Die lösen sich vorher aus, das kann ich nicht verhindern, ne? Ja. Das kann ich nicht verhindern, okay. Komme ich jetzt da hoch? Nein. Jetzt hat man schon gesehen, dass das nicht die Tür ist, die aufgeht. Das hat man schon gesehen. Ich schätze, man kriegt am Ende einfach ein Leben dazu und das war... Okay, das jetzt zu holen... Ist es wirklich so, dass manche Leute sich dieses Leben holen? Holen sich manche Leute dieses Leben? Machen das Menschen? Hier ist bestimmt kein Leben drin. Ich drück den mal. Wer weiß, was es nützt. Naja, das geht alles kaputt. Wait, aber wo geht's denn jetzt überhaupt weiter? Ist hier die Zielstange? Da muss die Zielstange sein, sonst geht's nicht weiter. Ach so. Ich dachte, das ist ein Troll. Weil man muss halt nachdenken. Und dann hätte ich es auf keinen Fall geholt. Aber es gab keinen anderen Weg mehr. Also, schönes Level. Auch was man jetzt nur einmal spielt. Aber hier hatte ich trotzdem während des Spielens Spielspaß. Weil es war lustig gemacht. Man hat zwar nur erlebt, aber es war lustig gemacht. Ja? Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ist jetzt auch nichts, was ich wieder spielen würde. Das zum Beispiel kann man wieder spielen. Das ist wirklich schönes Leveldesign. Kann man immer wieder spielen. Macht Spaß. Auch beim zweiten Mal. Das hier spielt man einmal und es ist cool. Ja, aber dann nicht mehr. 20 Sekunden Swamp-Panik. Go run. Okay, aber es scheint zumindest herausfordernd zu sein bei 10% Abschlussquote. Gucken wir mal. Oder die Leute vertrauen einfach wieder nicht den... Oh nein, ich habe nicht gedrückt, ne? Ja, ich bin doof. Okay. Ich spring zu bald. Ja, ich spring zu bald. Ich merk's ja selber. Ich spring zu bald. Okay. Vertrau mal den Münzen. Ja. Jetzt ist es halt wieder so ein einfaches Durchrennen. Ah. Ja, es war am Anfang, musste man was machen und danach nicht mehr. Ja. Ne? Ihr seht, was ich meine. Ihr seht, was ich meine. Das ist gut. Peculiar Paint, ist das? Okay, schauen wir uns mal an. Kann mir im Moment nicht vorstellen, was hier gesucht ist, was man hier machen muss, aber wir gucken uns das mal an. Okay, das hier ist Deko außenrum, ja? Kann man
man da hoch? Ist da irgendwas versteckt? Vielleicht ein Leben oder so? Wäre jetzt irrelevant, aber okay, Münzen sind hier versteckt. Aber sonst nichts, ja? Na, dann brauche ich das nicht. Gut, gehen wir mal rein. Und da gibt es eine neue Tür. Mit Leben vorher, also ein Pilz vorher, ja. Okay. Okay, ist aber keine Fehlersuche bisher. Ich kann ja nur hier rein. Ach, jetzt bin ich im Painting drin. Es ist ja wie, praktisch. Okay, man sieht immer das Painting und das ist dann das Level, was man spielt. Das ist eine coole Idee. Ich wollte gerade sagen, es ist wie, na, hier ist Super Mario 64 halt natürlich. Ja, du siehst praktisch nur, dass es hier jetzt nicht Millionen Sterne zum Sammeln gibt. Aber sehr schöne Idee. Das könnte praktisch so die Oberwelt von einem großen Spiel sein. Man geht immer in die Paintings, in die Bilder rein. Ja, ne? Schöne Idee. Ist ja auch schönes Level-Design. Nicht allzu herausfordernd. Es ist ein bisschen mehr auf Erlebnis getrimmt als auf Schwierigkeit. Aber ist jetzt nichts, nichts, was man automatisch schaffen kann. Man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Man muss schon ein bisschen was machen. Das ist okay. Nicht ganz so herausfordernd wie die Eiszapfen. Aber ich sag mal, für einen nicht so erfahrenen Spieler ist es auf jeden Fall ein schönes, spielbares Level. Also, das erfüllt das, was ich gesucht habe. Ne? Wenn wir so von dem her reden. Komme ich da mit einem... Oh, muss ich den nutzen, um da hochzukommen? Ja, okay. Nee, ist schön, ist schön. Ist schön. Fallen die runter? Nein. Aber man kann daran sterben, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig beim Springen. Okay, die fallen jetzt aber runter, ja? Okay. Ich hoffe, von da oben kommt nichts. Das wäre kritisch. Ich laufe einfach mal durch. Bisher... Okay, da warte ich jetzt aber. Den lasse ich erstmal fallen. Dann laufen wir wieder durch. Da laufen wir auch einfach durch. Da laufen wir auch einfach durch. Da laufen wir auch einfach durch. Okay. Es gibt bestimmt noch einen Boss. Gut, wir brauchen einen Schlüssel. Ach so. Ich war gerade kurzzeitig irritiert, aber alles gut. Ich musste bis hoch zu dem One-Off kommen. Das war der Boss. Sehr schön. Und hier, der hat es jetzt richtig gemacht. Der gibt zwei Leben und das dritte muss man sich jetzt hier durch das Rad holen. Na, wenn man jetzt den Endlos-Modus spielen würde... Gut, man würde vielleicht über die Münzen vorher ein Leben bekommen, aber das ist ja egal. Das ist ja dann auch verdient. Aber so die zwei Leben am Schluss sind ja nichts, was man... Was jetzt eine Leistung war, die zu erreichen. Deswegen würde ich nicht am Ende drei Leben geben. Dass man nicht sicher die drei Leben hat, sondern... Dass man sie sich schon verdienen muss im Endlos-Modus. Gut. Wie lange nehmen wir schon auf? Halbe Stunde. Machen wir noch ein Level und dann können wir eigentlich abschließen. Noch so ein 20-Sekunden-Ding. Ach ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Trust the arrows. Okay. Ich fände es halt jetzt wieder schön, wenn es eins wäre, wo man sich ein bisschen anstrengen muss und nicht nur geleitet wird. Okay, ich werde einfach geleitet. Aber ich bin einfach zu doof zum Springen. Gut. Geht natürlich auch. Ich bin schon wieder drin. Ich muss bei dem Pfeil erst springen. Deswegen trust the arrows. Ja. Erst bei dem Pfeil.
Sonst haut der Sprung nicht hin. Ich bin schon wieder zu bei. Erst beim Pfeil. Conan. Erst beim Pfeil. Okay. Oh. Oder gar nicht. Das geht auch. Gar nicht springen geht auch. Dann ist das Level ganz schnell zu Ende. Also die große Leistung ist halt rechtzeitig zu springen. Das war es dann aber auch schon. Das ist jetzt nicht ganz das, ja. Das ist halt nicht ganz das, was ich suche. Es war kein reiner Autorunner. Man musste ein bisschen was machen. Ich bin ja auch ein paar Mal gestorben. Blöd, wie ich bin. Aber da möchte ich doch noch ein neues Level spielen. Das ist auch wieder so was Kurzes, was jeder schafft anscheinend. Dann können wir uns kurz anschauen, aber ist dann halt auch keine Herausforderung. In bevor ich sterbe. What? Na, wirst du wohl... Ach, ich muss hier hoch. Ups, ich hab's falsch umgesehen. Yo, lebt die Aufnahme noch? Hier bricht gerade alles zusammen. Holy shit. Was war das denn? Das zu bauen ist eine riesige Leistung, aber... Aber... Ja, ne? Spielspaß? Nö. Okay, das sieht nach einem Level aus. Das sieht nach einem Level aus. 41. Gut, jetzt gehen wir los. Das machen wir noch. Das ziehen wir noch durch. Yoshi's Delicious Adventure. Das ist jetzt nochmal ein Level. Hoffentlich ein schönes. Mal gucken. Random Guy, enttäuscht mich nicht. Was kriege ich hier? Nichts. Ich krieg einen Yoshi. Ah, das brauche ich auch. Friss nochmal. Nehmen wir gleich nochmal mit den Kollegen hier. Okay, ich darf Yoshi nicht verlieren, offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, so löse ich den nicht aus. Den muss ich schlucken. Noms. Hier ist wieder Yoshi, falls man Quatsch macht. Ja. Wumms. Was ja alles ist, ne? Sicker Typ. Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist der die Dinger auch noch? Okay. Den großen ist der aber nicht, oder? Nein. Muss ich dann mit den... Die ist der als Knochen. Gib mir den. Und der macht jetzt einen Knochen. Es ist so Wahnsinn.
Okay, es ist auch wieder so ein Level, man wird im Prinzip durchgeleitet, man hat keine Schwierigkeit. Ne, man erlebt einfach nur Yoshis Fähigkeiten. So kann man es vielleicht am ehesten beschreiben. Es ist okay für einmal spielen. Für einmal spielen ist es schon ganz lustig. Aber... Ah, okay. Da wird auch dann Feuer draus. LOL, und das Feuer selber kann ich auch futtern. Lul. Sehr schön. Lass mich da raus jetzt hier. Weiß nicht, warum ich den lassen soll, aber ich werde ja eh geleitet, von daher wird er schon passen. Nevermind. Weil die behält er nicht im Kopf. Ah, ich muss den drüber futtern. Dann kann er da durch. Ah, das Große kann er nicht essen, okay. Ah, das war der Schlüssel. Die Fische kann er anscheinend, aber was will er mit den Fischen? Wait, what? Was? Yoshi? Okay. Das ist ja sick. Gut, den brauche ich wohl, muss ich wohl mitnehmen. Da war ein Peacewitch, aber ich komme nicht ran. Ah. What? Ach so. Oh Mist. Oh Mist. Okay. Das war eine interessante Boss-Idee. Man wird auf jeden Fall geht ein bisschen mehr, also man gerät ein bisschen in Schwitzen, ja. Das war eine interessante Boss-Idee. Aber auch das ist ein Level, was ich nicht nochmal spielen würde. Bis auf den Boss war es nicht herausfordernd. Schön gebaut, keine Frage. Das will ich ja gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Level ist. Oh mein Gott. Aber anscheinend viel zu einfach. Anscheinend viel zu einfach. Wahrscheinlich viel zu einfach. Das ist dein Ernst. Und ich erwarte irgendwas Krasses. Das ist halt sein Ernst, ne? Also dadurch, dass man springt, löst man den Swamp aus und der Swamp entsprechend löst den On-Off. Oh mein Gott! Jetzt habe ich beim Erklären, habe ich... Ja, dadurch, dass man springt, löst man den Swamp aus und der Swamp löst den On-Off aus. Und dadurch ist klar, wird die Spur umgestellt. Ne? Immer wenn ich springe, ist logisch. Ach so. Naja. Idee ist lustig. Idee ist ganz lustig, aber... Ihr merkt's ja. Hatte ich jetzt Spaß? Nö, don't move. Nein, das ist schon wieder so ein Level, wo man einfach nur rennen... Also, wo man einfach nichts machen muss.
Das ist vielleicht noch ein cooles Level. Vielleicht ein bisschen zu lang jetzt. Ach, 2.19. Vor allem 2.19 ist der Rekord. Ach komm, okay, wir machen es noch. Dafür ist es vielleicht ein einfaches Level bei 70% Abschlussquote. Hoffentlich ist es nicht nur so, du guckst verschiedene Dinosaurier an und hast überhaupt keine Herausforderung. Ja, die 70% Abschlussquote spricht natürlich dafür, dass es keine Herausforderung ist. Scheiße. Da ist mein Exploration-Gerät. Nee, oder? Ach so, ich schieß ja. Aber ich fahr jetzt einfach nur hier durch, ja? Werde dabei die ganze Zeit von der einen Kanone bei mir selber abgeschossen. Cool. Aber mehr muss ich nicht machen. Wenn ich getroffen werde, kann ich wieder auf mein Yoshi drauf und das war's. Blöd wäre es nur, die Blume zu verlieren, weil dann kann ich nicht mehr dreifach schießen. Das wäre super blöd. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen besser. Nein, da baut sich wieder irgendein Gefährt zusammen. Achso, diesmal renne ich vor dem Gefährt weg. Das ist jetzt ein Dino, der vor dem ich weg... Also ich renne jetzt vor dem Dino weg, ja? Der ist nicht mal ansatzweise an mir dran. Ich kann nicht in die Röhre. Da kommt eine Blume raus. Hä? Was soll ich machen? Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Aber wie komme ich da ran? Ich komme da nicht. Hä? Ach, da ist ein Bowser oben drauf. Den habe ich nicht wahrgenommen. Na toll, so nicht. Aber wenn der stirbt, was nützt mir das? Was macht der dann? Der wird jetzt keinen Power auslösen. Also was kann der, wenn der stirbt? Ah. Das kann er, wenn er stirbt. Ja, ne? Coole Ideen auf jeden Fall. Sehr kreativ gebaut. Das kann man ja alles überhaupt nicht bestreiten. Aber... Spielspaß? War es halt nicht so vorhanden. Und jetzt kommen wahrscheinlich die interessanten Sachen. Aber jetzt ist der Part durch.
Also so Hauptkritik an dem, was Leute gut finden oder was Leute hauptsächlich herzen, es ist keine Leistung dahinter. Außer Don't Lose to Swamp, das ist cool gewesen, fand ich. Also da war, das fand ich wirklich cool. Da muss man schnell sein, das haut nicht automatisch hin. Wie sieht da die Quote aus? Ja, ne? Das ist so ein Viertel. Das ist es halt. Das ist schon eher einfach, aber gut. Ich schaffe auch die Hälfte. Aber dann geht's halt los. Wir haben es ja gesehen. Alles schön gebaut. Da steckt eine riesige Leistung dahinter, die auch belohnt werden muss. Klar. Aber es ist einfach nicht das, was ich als Spieler, der herausgefordert werden will, erleben möchte. So. Das vielleicht so zum Abschluss. Ich hätte nichts getan. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.